Die Altersrente gibt es erst dann, wenn du das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht hast. Oder viele Menschen bevorzugen den Weg, sich schon in die vorgezogene Altersrente zu verabschieden. Allerdings bist du da auch schon mindestens Anfang 60. Gibt es darüber hinaus denn eine Möglichkeit, sich die Rentenansprüche deutlich vorher auszahlen zu lassen? Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Wenn du im Angestelltenverhältnis arbeitest, dann überweist dein Chef jeden Monat Beiträge für dich an die Rentenversicherung. Und zwar in Höhe von 18,6% aktuell von deinem Bruttoentgelt. Davon gehen 50% auf seine Rechnung, also auf die von deiner Firma, und den Rest zahlst du aus deinem Bruttoentgelt. Über die Jahre sammelt sich hier natürlich eine ganze Menge an. Und wie viel Ansprüche du gegenüber der Rentenversicherung jetzt hast, das kannst du jedes Jahr anhand der Renteninformation erfahren. Die bekommst du ja automatisch nach Hause geschickt. An diese Kohle kommst du aber erst dann, wenn du das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht hast. Ich habe es gerade eingangs schon mal gesagt. Und wann das jetzt in deinem Fall genau ist, das liegt oder hängt davon ab, in welchem Jahr du geboren wurdest. Ein bisschen früher geht es über den Weg der vorgezogenen Altersrente, manchmal mit, manchmal ohne Abzüge. Und hier gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: einmal mit der aktuellen Schwerbehinderung oder mit 45 Versicherungsjahren auf dem Rentenkonto oder mit wirklich hohen Abzügen. Aber selbst mit diesen drei Möglichkeiten bist du schon mindestens Anfang 60, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter, wenn jetzt dann die Möglichkeit einer vorgezogenen Altersrente winkt. Noch früher würde es über die Rentenversicherung nur dann gehen, wenn du wirklich so krank bist, dass du gar nicht mehr arbeiten kannst. Aber das ist, glaube ich, wirklich niemandem zu wünschen. Und deshalb die Frage: Ist es irgendwie möglich, dass man sich seine Rentenansprüche, für die man ja lange und hart gearbeitet hat, dass man sich die vorher auszahlen lassen kann? Zum Beispiel mit 50. Dann hättest du zwar keine Ansprüche mehr gegenüber der Rentenversicherung, müsstest dich privat um die Altersvorsorge kümmern, aber das wäre dann eben deine Sache. Also, ist das möglich? Nein, ist es nicht. Bei der privaten Rentenversicherung, wenn du dort einen privaten Vertrag abgeschlossen hast, dann kannst du oftmals mit hohen Gebühren auch schon vorher deine Rentenansprüche auszahlen lassen. Das geht bei der gesetzlichen Rente nicht. Hier musst du immer ein bestimmtes Alter erreicht haben und selbst dann kannst du dir die Rente auch nicht komplett auszahlen lassen, sondern immer nur als monatliche Zahlung. Die einzige Möglichkeit, sich die eigenen Rentenansprüche auszahlen zu lassen, die besteht dann, wenn du dein gesetzliches Mindestversicherungsalter noch nicht erreicht hast. Das ist immer dann der Fall, wenn du 5 Jahre lang eingezahlt hast. Zum Hintergrund: erst dann könntest du die normale Altersrente bekommen. Also selbst wenn du ganz viel verdient hast und nur 3 Jahre lang, hättest du immer noch kein Anrecht auf eine Altersrente in Deutschland. Und wenn du eben unter diesen 5 Jahren bist, dann kannst du dir unter gewissen Voraussetzungen deine eigenen Rentenbeiträge auszahlen lassen. Das geht aber nur, wenn du nicht mehr pflichtversichert bist in der Rentenversicherung. Und ganz häufige Beispiele sind zum Beispiel, wenn man vielleicht kurzzeitig angestellt war und dann in die Selbstständigkeit wechselt oder sich verbeamten lässt. Und wenn dann hier diese 5 Jahre Pflichtversicherungszeit oder Mindestversicherungszeit noch nicht erfüllt sind, dann kannst du dir deine eigenen Rentenbeiträge auszahlen lassen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Florian aus Pinneberg, der hat eine Banklehre gemacht, 3 Jahre lang, hat dann aber nicht in dem Beruf gearbeitet, aber eben 3 Jahre über die Ausbildung in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Direkt im Anschluss macht er nochmal eine Ausbildung, jetzt aber zum Finanzbeamten. Er ist also nicht mehr pflichtversichert in der Rentenversicherung, weil er jetzt eben verbeamtet wird und könnte sich dann, weil er nur 3 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat und nicht mehr pflichtversichert ist, jetzt könnte er sich seine eigenen Rentenbeiträge auszahlen lassen. Das Geld bekommst du auch nicht automatisch zurück, wie auch im Sozialrecht, denn hier geht nichts ohne Antrag. Du musst es bei der Rentenversicherung beantragen, da gibt es aber eine ganz einfache Möglichkeit mit einem Formular und dann würdest du eben deine eigenen Rentenbeiträge ausgezahlt bekommen. Warum hacke ich immer so auf den eigenen Rentenbeiträgen rum? Weil du tatsächlich dann eben nur die Hälfte von dem, was auf deinem Rentenkonto
drauf ist, bekommst, weil ja die andere Hälfte dein Arbeitgeber gezahlt hat. Zwar für dich auf dein persönliches Rentenkonto, trotzdem würdest du diesen Anteil nicht wiederbekommen. Übrigens auch dann nicht, wenn du Rentenbeiträge zum Beispiel über die Arbeitslosenversicherung oder so da drauf hast. Die Kohle bleibt auch bei der Rentenversicherung und sozusagen dann bei der Allgemeinheit. Also, wir können zusammenfassen, Rente auszahlen lassen geht nicht. Die gibt es nur monatlich und auch erst ab einem bestimmten Alter. Und ich habe ja gerade mal den Themenkreis der vorgezogenen Altersrente angesprochen, sozusagen mein Lieblingsthema hier auf dem Kanal. Da gibt es ja diese drei Möglichkeiten, von denen ich gesprochen habe. Und welche jetzt für dich in Frage kommen würde, das erfährst du mit Sicherheit in diesem Video. Für heute war's das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao und bis bald.